Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Tja, in der letzten Folge war das wohl ein großer Epic-Fail, denn ich habe gedacht, dass man nach rechts, nach der Weine ja nicht leiter könnte, weil da irgendwas im Weg steht, zum Beispiel ein Mann oder ein Relaxo. Aber nein, man kann tatsächlich schon nach Lavandia, was man eigentlich, soweit ich weiß, noch nicht soll. Also man sollte da schon hin, später. Aber ich empfehle euch alle, da noch nicht hinzugehen. Sammelt erstmal die restlichen Orden, die ihr überall noch bekommen könnt. Und deshalb gehen wir heute nach links. Hast du von dem Vorfall im Kraftwerk gehört? Es liegt östlich von dir, nahe Lavandia. Ja, man muss sowieso erstmal zum Kraftwerk, wie alle sagen. Also wirklich jeder NPC sagt das, dass wir zum Kraftwerk müssen. Und das stimmt ja auch. So. Was steht auf dem Flugblatt? Ruppige Trainer tragen auf dem Tunnelpfad Kämpfe aus. Da sich die Beschwerden der Anwohner häuften, wurde der Tunnelpfad auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ordnungsamt, Prismalia City. Oh. Na dann. Na dann. So, hier gibt's auch ein wildes, hier gibt's ein bisschen wildes Gras. Falls man Bock hat, irgendwo Pokémon zu fangen. Was gibt's hier eigentlich? Was gibt's hier eigentlich? Ich weiß, es ist hier eine Creepypasta. Es gibt eine Creepypasta, da gibt es hier so einen Menschen als Pokémon. Ich vergessen, wie das hieß. Irgendwas mit Zahlen hieß die Creepypasta. Ist auf jeden Fall lustig. Kennt bestimmt einige von euch. Und jetzt hören wir zum ersten Mal die wilde Musik. Und hier kann man entwickelte Pokémon anscheinend bekommen, auf einem niedrigen Level. Na, wenn man Bock hat. Wenn man Bock hat. Ich wollte sowieso nur die Musik zeigen, deshalb bin ich da reingegangen. Aber jetzt ein bisschen gehört. Bam, 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 und jetzt sind wir Prismania City. Und dann gleich mal meine Pokémon heilen. So, in dieser Folge habe ich vor mindestens einen Orden zu ergattern. Und das werden wir auch schaffen. Hundertprozentig. Da gibt es nämlich einen Trick, den wir machen werden. Und zwar, die Arenaleiterin hier ist Erika. Erika besteht aus Pflanzen-Pokémon. Und ja, ich weiß ja nicht. Also ich habe schon das Gefühl, wenn ich Feuer benutze, ich komme damit in die Arena ziemlich einfach. Das Versteck von Team Rocket befindet sich im Keller der Spielhalle. Oh, warte, das war vor 3 Jahren. Ich wollte gerade sagen, hä? Die Wolke gibt's noch? Wir haben die doch rausgelöscht. Erika versteht es meisterlich, mit Pflanzen-Pokémon umzugehen. Eine Unachtsamkeit wird dir bei ihr übel bekommen. Okay. Wow, du und dein Pokémon versteht euch sehr gut. Danke. Dieses Grumpo ist mein Partner. Ich frage mich, ob es sich vor jedem ein Frosch-Pokémon weiterentwickelt. Ja, das war eine Anspielung, denn Quappo hat eine Weiterentwicklung dazu bekommen. Mit dieser Kapuzzi kann es entweder zu Quappo oder zu Quaxo entwickeln. Und hier müsste eigentlich ein Item sein. Aber hier ist kein Item. Okay, ja, keine Ahnung, wie man die findet. Aber, müsste... Weiß nicht. Ich wollte irgendwas sagen, aber... Ich weiß wirklich nicht, wie man das Item bekommt. Weiß es nicht. Ach, stimmt. Ah, in diesem Gebäude waren wir noch nicht drin, aber ich gehe jetzt trotzdem schon mal nach hinten durch rein. Das ist eigentlich ein Secret eigentlich. Man soll eigentlich erstmal nach vorne reingehen und sich alles erkunden. Aber das machen wir gleich auch. Ich folge mich auch zum Großteil darin, die Stadt zu erkunden. Denn das ist eine der größten Städte in dem Spiel. Und das wollen wir, die erkunden. Ich mag die Stadt auch sehr. Lass mich eine gruselige Geschichte erzählen. Allerdings, so unheimlich ist sie gar nicht, wenn es draußen noch hell ist. Komm wieder, wenn die Sonne untergegangen ist, okay? Dein Ernst? Dann nehme ich einmal morgens auf, ja? Und dann denkt er sich so, hehe, du willst bestimmt ein Item von mir haben, ne? Tja, nix da, komm erst wieder, wenn du, wenn's Nacht ist. Ja, super, dann, blende ich das am Ende der Folge, na, nee. Aber in der nächsten Folge blende ich das auf jeden Fall ein. Bestimmt am Ende der nächsten Folge oder vielleicht auch am Anfang, keine Ahnung. Tipps für Trainer. Der Megablock schützt Pokémon vor Spezialattacken, wie zum Beispiel Feuer und Wasser. Außerdem ist er gut, falls du in der Sonne verbrennen solltest. Der Megablock. Hol dir deine Items im Einkaufszentrum von Prismania City. Prismania City. Jetzt so in der Werbung. Jetzt diese Werbung. Und dann, Werbeslogan mit Musik. Das ist Prismania Citys Einkaufszentrum. Da kommen wir nämlich auch noch gleich zu.
Prismana City, die Stadt der Regenbogenträume. Warum? Wir wissen es nicht. Oder geh ich gleich rein? Denn der Spielplatz für jedermann. Spielhalle von Prismania, wo auch Kinder rein dürfen. Boah, echt cool. Oh yeah, yeah, ich bin zwar erst 10, aber ich will gamblen, also let's go. Du hast keine Münzen. Hi, hast du Münzen? Die Spielautomaten sind alle hochmodern. Hast du Münzen? An diesem Automat will ich spielen. An dem habe ich gestern haushoch verloren. Das will ich heute wieder haben. Oh oh, da werden die Leute süchtig, so wie Chris Core mit seinen CSGO-Skins. Ich glaube, an diesem Automaten werde ich gewinnen. Die Gewinnchancen sind bei jedem Automaten anders. Okidoki. Hahaha, die Münzen kommen einfach herausgeputzelt. Hm? Was ist, Kind? Möchtest du spielen? Ich werde mein Glück mit dir teilen. Oh, yay! Brauche nicht mein Münzkorb, ich einfach so Münzen. Hahaha, ich fühle mich wohl, wenn ich anderen was Gutes tue. Yay, yeah, jetzt können wir gern. Mike, howdy, ich bin's, Nepomuk. Es sollte nicht schön, mit zu kämpfen. Es ist so wie das letzte Mal. Ich bin an diesem Ort, Leuchtturm. Bis später. Ja, yeah, kannst lange warten. Oh, wir können wirklich gamblen. Ich hab das an dir rausgenommen. Anscheinend nicht. Vielleicht haben die es Virtual Consoles rausgetan. Ich weiß es nicht, aber als ob man hier wirklich noch gamblen kann. Ich kann das gar nicht. Da kommt jetzt mal direkt 3. Gamble! Da muss ich drücken. Ich muss drücken. Na, Mist! Noch einmal? Ja, let's go, alles reindrücken. Alles rein, mein ganzes Geld verpufft. Yes! 6 Mützen! Yeah! Komm, wir verdoppeln sie! Oh, 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 oh. Mist. Naja, es ist noch kein Meister für mich gefallen. Wir machen es einfach nochmal. Oh, Sterdu! Oh, Sterdu! Oh. Ja, nochmal! Komm schon. Also, so viel Pech kann ich ja doch nicht haben, oder? Oh, 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 oh. Nein! Da hätte ich den Jackpot rauskriegen können. Doch, Mann! Nochmal 3 Münzen! Gamblen, gamblen, gamblen! Na, nochmal! Mein ganzes Geld muss hier rein! Yeah! 10 Münzen! Episch! Nochmal! Boink, boink, boink! Okay, nochmal! Gamblen, gamblen, gamblen! Woo! 8 Münzen! Yeah! Ba-ba-da-ba-da-ba-baum-baum, Mister, dann das war ziemlich klar. Woo! Ach man, ich will einen Stern, du Dreier haben. Nicht falsch verstehen. Bam-bam-bam-baum-baum, ich gamble bis ich kein Geld mehr hab. So funktioniert das. Baum-baum-baum-baum, ich will einmal 3 Siebener, komm schon. Ich brauch den Siebener. Nein! Nein! Okay, es hat zumindest was gebracht. 15 Münzen! Warum steht Kredit und Gewinn? Na. Na. Dreck. Das ist der Hack. Komm schon! Nein, das war so knapp an der 7 vorbei. Wer sucht einen einfach noch einmal? Noch ein Like und noch ein Like und noch ein Like. Noch einmal und noch einmal und noch einmal. Ich bin für einfach. Nein! Oh. Nein, ich hab kein Geld mehr! Ich hab kein Geld mehr! Ich kann nicht mehr gamblen! Yes! Jetzt hab ich wieder Geld! Ich kann wieder gamblen! Ja! Noch mehr gamblen! Verdammt, ich hab mir so viele Münzen. Badabadam. Ah, verdammt. Gibt's vielleicht noch jemand, der mir Geld geben kann? Du alter Opa, gib mir dein Geld. Hm, die Chancen, eine Pikachu reinzubekommen, stehen gut, aber was nun? Ich brauch Geld.
willkommen. Du kannst deine Münzen nebenan gegen fabelhafte Preise eintauschen. Willkommen in der Spielhalle. Brauchst du noch mehr Münzen? 50 Münzen kostet 1000 Poké-Dollar. Möchtest du welche kaufen? Ja. Oh mein Gott. Gib her! Ich brauch das Geld. Noch mehr! Komm, gib mir 500! Okay, ich übertreib, tut mir leid. Ich übertreib. Hey, ein Champion-Spe! Spielst du auch an den Automaten? Ich möchte genug Münzen sammeln für ein prämiertes Pokémon. Aber ich habe nicht genug Münzen. Ich könnte mich abgeben. Bro, kein Ding. Hey, hinter diesem Poster, da ist nichts. Okay, das ist lustig. Wenn man Rot und Blau kennt, dann war das ziemlich lustig. Bam, 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 bim, bam. So, bevor wir jetzt weiter gampeln, zeige ich euch erstmal, was das überhaupt bringt zu gampeln. Und zwar hinter diesem Schwarzmarkt hier kann man sich ein Pokémon kaufen. Also hier kann man jetzt TMs kaufen. Ich weiß gerade nicht, welche was sind, aber kann man bestimmt online nachgucken, wenn man einfach Zahlen gibt, dann findet man es bestimmt. So, und hier kann man sich Pokémon kaufen, seltene Pantymos, was ich nicht empfehlen kann zu kaufen, ehrlich gesagt. Evoli, was ich empfehlen kann zu kaufen. Aber ihr seht schon, wie viel Geld man dafür braucht. Also muss man schon sehr viel gamblen für. Und Porygon. Sehr, sehr gut. Vor allem in dieser Gen gab es noch kein Porygon Z. Deshalb ist Porygon 2 ziemlich gut. Also die besten beiden kann ich euch empfehlen. Pantymos solltet ihr lieber im Wilden fangen. Weil ich glaube, man kann Pantymos im Wilden fangen. Bin ich mir 100% sicher. Wenn nicht, dann sollte man sich holen für Pokédex-Eintrag. Aber benutzen eher die beiden hier. Aber ja, dann wisst ihr auf jeden Fall, was man mit Gamblen machen kann. Und ich hatte gerade Spaß. Bisschen zu Roleplay. Ich wollte Pantymos haben, aber mir fehlen 100 Münzen. Tja, dann spar. Puh, ich muss ruhig Blut bewahren. Wenn ich nervös werde, könnte ich mein ganzes Geld verlieren. Ja, viele werden süchtig nach Glücksspielen. Glücksspiele können süchtig machen. Ich sag nicht, dass man Glücksspiele machen sollte, aber ich versuche, dass ich das hier machen kann. Soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Prismania Villa hat eine geheime Hintertür. Prismania Villa? Ja, da waren wir vorhin in der Tür. Prismania Villa. Oh verdammt, ich wollte ja eigentlich heute die Arena machen, ne? Müssen uns beeilen. Meine Sister Pokémon sind meine Begleiter. Mit ihnen fühle ich mich nie allein. Bauti bringt sogar Geld nach Hause. Was? Mauti bringt sogar Geld nach Hause. Ich muss nicht arbeiten gehen. Hartz 4! Ja, Hartz 4 plus Miauts. So nennt man das. Zahltag! Yay! Yeah. Zahltag! Yay! Yeah. Komm, gönnt ihr eine Pause, Mauti. 10 Minuten später. Okay, Mauti, ich hoffe, dir geht's jetzt besser. Zahltag! Ich brauch die neuen Schuhe. Die sind ein Zahltag ein. Oh, das ist ein cooler Ort hier. Werd nämlich jetzt wissen, warum. Ist das richtig? Ich bin der Spieldesigner. Es ist schwer, den Pokédex zu erstellen, aber gib nicht auf. Erstellen? Ich erstelle ihn doch nicht. Wer, ich? Ich bin der Programmierer. Probier die Spielautomaten aus. Ja, danke, ich hab gegambelt. Sind die Zwillinge nicht an bedeutungswürdig? Jasmin ist auch sehr hübsch. Oh, ich bete sie an. Ich bin der Grafiker. Ich habe eine Zeichnung von dir angefertigt. Cool. Guck mal, das ist Game Freak. Wenn man hier liest. Game Freak, Entwicklungsraum. Oh mein Gott. Die vierte Wand wird gebrochen. Schnell weg hier. Ups. Nein, nein, ich meinte nach oben weg. Denn hier oben, glaube ich, gibt es noch ein Item. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wo die versteckten Items sind. Aus einem Grund sind die hier weg. Okay. Warum auch nicht? So, ich hoffe, wir schaffen überhaupt die Arena noch, weil ich wollte eigentlich die ganze Stadt zeigen. Aber seht ihr, wie groß die ist? Ja, hier ist das Einkaufszentrum, da kommen wir aber später zu. Das Einkaufszentrum in Prismania City bietet die größte und beste Auswahl an Artikeln. Was du da nicht findest, wirst du nirgends finden. Heje, ich klinge wie ein Vertreter. Tja, dann läuft das halt so. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich beim Laufen auf den Boden gucke. Oh ja. Lol, hier fehlt eigentlich ein Brunnen. In Let's Go ist hier ein Brunnen. Cool. Der ist hier einfach weg. Und da hinten ist ein Typ eingesperrt. In dem Wasser. Hier
sind vor kurzem Slimers aufgetaucht. Siehst du den Teich da vor dem Haus? Dort leben jetzt Slimers. Wo kommen sie her? Das ist ein echtes Problem. Was? Was? Warte, will er mir sagen, dass es hier Slimers gibt? Hier? Hier soll es Slimers geben? Wie kommt hier kein Pokémon? Nö, hier ist gar nichts. Okay, seltsam. Stabber meinte. Ich hab schon wieder verloren. Beim Spielautomaten. Die Mädchen spielen auch an den Automaten. Versuch es doch selbst mal. So, hier geht's rüber zur Arena. Oh, wir brauchen zum Schneider. Oh, hab ich vergessen. Im Restaurant wird ein Wettessen abgehalten. Ihnen beim Essen nur zuzusehen, bringt mich schon zum Platzen. Uff. Oh, hier ist das Restaurant. Cool. Ich esse immer weiter. Nachschub, Chefkoch! Oh, diese fette Frau, ey. Sprich mich nicht an! Du schaffst meine Konzentration! Ja, wollte ich auch nicht stören, sorry. Gut, aber gerade für dich gibt es die besten Speisen der Welt. Quantität ist mir wichtiger als Qualität. Ich bin erst glücklich, wenn ich platze. Okay. Wettessen, essen bis zum Umfallen. Kein Zeitlimit, der größte Vielfraß bekommt alles umsonst. Oh, deshalb sind die alle fett hier. Mike hat Überreste Oh, der Humor. Er ist super. Überreste ist eines der besten Items, wie ich finde. Hi, wir halten gerade ein Wettessen ab. Wir können dich im Moment leider nicht bedienen. Nur weil ich nicht fett bin? Nur weil ich ein Lauch bin? Mensch, was soll denn das? Und dann kann ich auch außen rum? Oder ist hier nur ein Item? Ein Item, was hier eigentlich nicht da ist. Ah! Okay, Leute, ich hol mal ganz kurz Knuffenser für Zerschneider. Ja, hier sind überall die Items nicht da. Okay, ich hol kurz Zerschneider und dann sehen wir uns hier an der Arena. So, jetzt habe ich Zerschneider mit Knuffenser. Und jetzt würde ich sagen, ohne weiteres Gelaber, gehen wir runter zur Arena von Prismania. City, die ist hier. Und da spannt ein alter Mann. Was macht der hier? Pokémon Arena von Prismania City. Leitung Erika, die Prinzessin mit Herz für die Natur. Diese Pokémon Arena ist toll. Sie ist nur für Mädchen. Ich bin natürlich auch ein Mädchen. Bist du zwar klein. Okay, so, das sollte reichen. Blume auf dem Kopf, sollte reichen. Prismania City, Pokémon Arena. Ja, und die Arena ist tatsächlich in dem Original, also das, was wir gerade spielen, ziemlich lame. Es ist einfach nur ein kleiner Garten mit ein paar Trainern. Ne. Wir zeigen dir Pokémon-Attacken, die Erika uns beigebracht hat. Oh, damn, jetzt geht's zu einem Kampf gegen kleine Kinder, die mit ihren Pflanzen angeben wollen. Doch die können nichts, wollte ich sagen, auf einmal ist das 10, ja. Warum sind kleine Kinder die stärksten Trainer in diesem Spiel? Egal, du bist One Hit. Bis dann und ciao. Ciao. Ob die das überlebt? Niemals. Du bist down, bye bye. Ich nehme die Erfahrung, du bist weg. Und die andere hat noch einen Gift. Oh, Giftler. Giftler ist gut. Also, das zählt natürlich auch, aber ich meine. Oh, nee, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. So, ziehen wir es auch gut. Weiß nicht, wo ich hinaus. Toll. War nur überraschend, Gift zu sehen. Die Qual wird knapp. Level 44, komm schon. Wir müssen hier schnell machen. Wir wollen die in Orden noch. Oh, wir haben verloren. Erika wird es die Heim sein. Erika ist viel stärkere. Das wollen wir ja sehen. Ist bestimmt da vorne direkt. Halt, wir haben nur Mädchenzutritt. Oha. Seid ihr jetzt etwas sexistisch oder was? Spaß. Hubelupf. Ach komm, Hubelupf kann doch nichts. Bye. Oh, ein paar Punkte, die weiterentwickeln. Interessanter Sprite, da sieht man so die Sporen rausfliegen. Das ist cool. Von Lego sind die Sprite, das ist cool. Mag ich. I like.
Ah, hauptsprossig und Freunde von beiden. Weg mit euch. Ach nee. Es ist nicht so, dass wir keine Jungen mögen. Aber es gibt einige Dinge, über die sich nur Mädchen unterhalten können. Na, ich bin sowieso nur hier wegen dem Orden. Oh, ein Kampf? Das macht mir ein bisschen Angst, aber von mir aus. Okay, Nicole hat ein Kokobei und das Kokobei ist nun Bye-Bye. Volltreffer, yeah! Der Volltreffer kommt immer her. Ach, das war's? Ja. Oh, sehen nur all die Orden. Kein Wunder, dass ich verloren hab. Und da ist sie ja schon! Hast du die Blumen betrachtet oder mich? Fragst du mich hingeschaut hab? Natürlich die hübschen blauen Blumen im Hintergrund, nicht die blauen. Du anhattest auf dem Spalt oder so. Sah zumindest kurz aus. So, Paras Owei, das ist alles so ein Nutz-Pokémon. Natürlich spule ich vor. Oh, nice, Level 45. Sternschauer? Sternschauer? Actually? Yeah! Sternschauer gefällt mir mehr zu Keep. Ja, warum nicht? Why not? Parasect, da können wir schon drüber reden. Parasect ist schon so ein Pokémon, das sich anhört wie Mewtwo zum einen. Und zum anderen jetzt down geht's. Ich bin 10 Level drüber, was will der? Na. Die Krabbe, die vom Pilz besessen wurde, die ist auch down. Corinna. Wie ärgerlich. Wie werde ich nur so damenhaft wie Erika? Fragen wir sie doch. Hallo, schönes Wetter, nicht? Einfach herrlich. Ich könnte gleich einschlafen. Ich heiße Erika. Ich bin die Arenaleiterin von Tasmania City. Wirklich? Den ganzen Weg von Johto? Wie nett. Oh, entschuldige. Ich wusste nicht, dass du gegen mich kämpfen willst. Nun gut, ich werde jedenfalls nicht verlieren. Du wirst nicht verlieren? Hast du überhaupt gesehen, welchen Level mein Feuer-Pokémon ist? Ich glaube, das hat sie nicht, denn jetzt wird sie richtig destroyed, abgefackelt, die ganze Arena brennt gleich. Mensch, Tangela. Sie geht erstmal zu Tangelos. Och, geht ja gar nicht, ist halt kein Gen 4. Komm, weg vom Fenster. Hau ab. Keine Spaghetti-Monster. Weg mit dir. So, was ist noch zu bieten? Was kann ich noch alles abfackeln? Und da ist mir was runtergefallen, aber es ist egal. Hab Hunger. Oh, oh, okay. Dann hast du wohl auch ein paar. Brauch gar nicht vorspielen. Ich sowieso besiegt. So, und wenn euch die Folge unterhalten hat und gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr neu seid, auch ein Abo. Sag jetzt schon mal, weil ich weiß, dass ich die Folge gleich beenden werde, wenn wir gleich fertig sind. Weil ich will es nicht so lange halten. Igelsam, wirklich, du hast dein 1 KP dafür benutzt, Igelsam einzusetzen. Das war nicht klug. Das war nicht klug. Glaube ich. Ich wüsste jetzt nicht, was das bringen sollte. Oh, Rubella. Rubella ist natürlich... ein schönes Pokémon. Warum sieht es aus, als wäre es shiny? Der normale sieht einfach aus wie das Shiny in den späteren Generationen. Geil, auf jeden Fall. Das war schon immer shiny. Ah, okay. Deshalb die Igelsamen, weil die anderen Pokémon nicht One-Hit sind. Ich merke gerade, Level 46 ist es. Waren die anderen auch so hoch? Ich hab's gar nicht bemerkt. Oh, wow. Flammenrad. Und du bist down. Bis dann und ciao. So, was ist ihr letztes Pokémon? Womit kann ich nochmal Level 46 verdienen? Ja. Ich dachte es mir schon. Satzenia! Wow. Satzenia? Really? Satzenia? Really? Satzenia? Cooles Pokémon und so, aber ich habe mehr erwartet. Okay, gut, das ist halt 46. Das ist schon gut, aber das kann halt nichts gegen mich. Ich würde sagen, die Arena war ein Klacks. Ich gebe mich geschlagen. Du bist außergewöhnlich stark. Ich gebe dir den Farborden. Easy. Yeah. Das war ein herrlicher Kampf. Das spornt zu neuen Taten an.
Nimm bitte diese TM an. Es ist Gigasauger. Das ist eine schöne Attacke. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird zur Heilung deines Pokémon. Blablabla. Verwende dies, wann du möchtest. Hier hast du die TM. Oh, cool, danke. Eine Niederlage ist nicht sehr angenehm. Aber es ist ein Ansporn dazu, sich mehr anzustrengen, wenn man weiß, dass es starke Trainer gibt.